Hallo zusammen, ich habe keine Ahnung von Solar- und Balkonkraftwerken. Die Firma Wemo macht jetzt seit 50 Jahren Solaranlagen für Kühlschränke, aber von Balkonkraftwerken, da habe ich keine Ahnung. Auch im Thema mit der Mehrwertsteuer. Wir haben ja nicht eine Mehrwertsteuerbefreiung in Deutschland, sondern eine Mehrwertsteuersenkung auf Null. Das ist ein großer Unterschied, hat mir jemand erklärt. Aber vom Finanzamt habe ich bis heute noch keinen Bescheid, wie das gehandhabt wird mit Inselanlagen, Balkonkraftwerkanlagen, ob es da irgendwas braucht. Nur, weil ich ja keine Ahnung habe, habe ich über Weihnachten 4 Anlagen gebaut und da schauen wir heute, was die so bringen. Weil was bringt eine Anlage bestehend aus einer Batterie, 2 solchen Panels, einem kleinen Einspeiseinverter, der dann langsam die Batterie wieder entlädt und klar brauche ich noch einen Solarregler. Das ist die einfachste Anlage, die ich montiert habe, 2x 100 Watt, flach ausgelegt auf dem Dach. Die zweite Anlage hat 2x 130 Watt, die nächste hat 4x 130 Watt und die größte hat 12x 130 Watt. Also weit über einem Kilowatt, aber wir speisen nur dosiert ein. Ja, hier bei uns auf dem Dach habe ich oben dieses Solarpanel montiert. Man sieht es hier. Und wir schauen jetzt, was es innen drin ist. Hier habe ich die Einspeisung dieser Solaranlagen. Und ich habe das so montiert, dass er nicht mit dem Stecker. Ich habe auf dem Hauptkasten eine Sicherung, da habe ich hier 3 Phasen mit dem FI-Schalter und ich habe hier 3 Stromzähler. Und ich habe hier oben drauf geschrieben, das sind die, oder unten angefangen, die mit 2x 100 Watt. Und wir sehen, die bringt jetzt eine Leistung von gar nichts. Und die hat 1,8 Kilowatt gebracht seit Anfang Jahr. Da habe ich hier eine Anlage, die hat 130 Watt zweimal und die hat 5,7 Kilowatt gebracht und diese mit 4 hat 7,8 Kilowatt gebracht. Hier muss ich aber sagen, wenn ihr das letzte Video angeschaut habt, ich habe da einen Container davor gestellt. Also von dem her stimmt dieser Wert nicht. Und hier unten die letzte Anlage. Die bringen natürlich jetzt momentan gar keinen Strom, weil zu wenig. Die hat 29 Kilowatt gebracht. Hier speise ich ein über diesen Wechselrichter. Also ich speichere auf 2 Batterien 150 Amperestunden zusammengeschaltet auf 24 Volt, weil der kann nur 24 Volt einspeisen. Und wir sehen jetzt hier auch die Leistung. Wir sehen jetzt hier auch die Leistung, 0 Watt speist Eis morgen früh, also die Batterien sind leer. Und ich habe hier eine Einspeisung von 33,4 Kilowatt und vorher hatte ich eine Einspeisung von 29 Kilowattstunden, immer Kilowattstunden. Und hier habe ich eine Differenz. Die Frage ist, was ist das für ein Wert? Ist das der, der eingespeist wird oder der, der von den Batterien kommt? Also ich habe hier eine Differenz von ca. 4 Kilowattstunden, also hier die 33,4 und hier die 29,9, also 10% Differenz. Schauen wir uns dann an im späteren, in einem Monat oder so. Also ich habe die Vermutung, dass diese 33 Kilowatt die Einspeise Leistung ist, aber nicht das, was ins Netz geht. Das ist das, was von hier eingespeist wird in den Wechselrichter. Hier 10% Verlust. Wäre
etwa möglich. Wir speisen hier maximal 500 Watt ein, er könnte bis 700 Watt gehen, aber dann läuft immer der Lüfter. Muss nicht unbedingt sein, weil momentan haben wir zu wenig Sonne, dass wir den Strom nicht ins Netz kriegen. Weil ihr seht ihr hier, das ist die Leistung 420 Watt Peak. Die Anlage kostet ohne Montage 1700 Schweizer Franken und die wird dann bezahlt beim heutigen Strompreis, wenn die ca. 5000 Kilowattstunden bringt. Ja, und da sind wir jetzt natürlich hier weit davon weg mit 7,8. Und hier diese Anlage müsste 21.000 Kilowattstunden bringen, bis sie dann bezahlt ist. Ja, diese Preise und diese Leistungen müsste man erreichen, bis die Batterie, die Solaranlage, alles bezahlt ist. Ich werde wieder ein Video bringen, wie weit das wir sind. Die Preise auf diesen Batterien sinken und das verlinke ich euch hier. Ich brauche hier kein Bluetooth, weil die Batterien werden wirklich totgenuckelt, runtergenuckelt, bis sie leer sind, bis ich wieder Sonne habe und dann wieder eine Einspeisung habe. Ja, das ist von meinen vier kleinen Solaranlagen und ich wünsche euch einen schönen Tag.